Ich begrüße Michaela Krömer. Sie hat in Wien, Nottingham und Cambridge Rechtswissenschaften studiert und sie ist Rechtsanwältin. Sie hat sich auf die Grund- und Menschenrechte spezialisiert, insbesondere in den Bereichen Klimakrise und Migration. Darf sie zu mir bitten. Willkommen auch Annika Dafert. Sie studiert Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der Universität für Bodenkultur in Wien. Sie ist außerdem bei Fridays for Future und im Climate Science aktiv. Herzlich willkommen. Max Harich ist Münchner Botschafter der litauischen Künstlerrepublik Užupis und Leiter des Instituts für angewandte Paradoxie. Er hat Kommunikationswissenschaften in Aachen und politische Theorie in New York studiert. Er hat sich sehr viel mit Innovationsfähigkeit und künstlicher Intelligenz befasst. Herzlich willkommen auch. Und last but not least, Marek Philipp Zink ist als Rhythmiker, Musik- und Bewegungspädagoge im therapeutischen Setting tätig. Sein Bachelorstudium hat er an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien absolviert und demnächst wird seine Masterarbeit als Buch erscheinen, habe ich mir sagen lassen, Awareness Through Discomfort. Das nehmen wir uns jetzt als Stichwort, den Discomfort, und steigen gern ins Gespräch ein. Ich möchte Frau Krömer, Ihnen als Erste die Frage stellen, was erwarten Sie sich denn vom kommenden Wochenende Klimagipfel? Wird das mehr als eine Reiseveranstaltung sein? Gibt es da Hoffnung, dass die Zeichen an der Wand erkannt werden, die Feuerzeichen? Also Philipp Blom hat vor ein paar Wochen gesagt, dass es für Pessimismus eigentlich schon zu spät ist. Ich versuche mich selbst daran zu erinnern. Ich bin aber nicht sehr optimistisch. Warum? Weil wir gesehen haben, dass bis dato das Pariser Abkommen keine Reduktion der Emissionen bewirkt haben, dass die COP sehr viel Gespräch ist, aber wenig Tat. Ich lasse mich gerne überraschen. Im Moment, wie gesagt, ist es eher so, ich habe das Pariser Abkommen einmal mit einem WG-Putzplan verglichen. Und ich glaube, da ist auch das Problem dahinter, es sehen alle, es wäre schön, wenn das Ganze sauber wäre. Wir wollen ja eigentlich alle sehr gerne aufräumen, aber keiner möchte seinen eigenen Dreck wegräumen und beruht sich immer darauf, dass es im Zimmer nebenan auch nicht viel besser aussieht. Und solange wir da nicht aus dieser Mentalität rauskommen, habe ich leider wenig Hoffnung. Bleibt nur die Klage. Ich und viele andere Klimaklägerinnen stehen auf dem Standpunkt, wir klagen, bis ihr handelt, also ja. Das, was in Berlin der Bundesverfassungsgerichtshof in seinen 4 Urteilen vor jetzt 3 oder 4 Monaten festgelegt hat, ist sozusagen die Verpflichtung, die zwischen den Generationen, die vorangehenden Generationen, den nachfolgenden Generationen gegenüber haben. Da spürt man, dass jetzt in Europa sich doch etwas zu bewegen beginnt. Das Spannende ist, ich frage Sie jetzt einmal als juristischer Laie, Sie haben einen anderen Weg gewählt. Sie klagen sozusagen Unrecht bei einzelnen Gesetzen ein. Ich sage jetzt nur ein Beispiel. Wer in Graz in die Auer einsteigt oder in egal welche Fluglinie, um nach Wien schwächer zu fliegen, zahlt keine Umsatzsteuer auf das Ticket. Aber wer in die ÖBB einsteigt, der zahlt für das Eisenbahnticket sehr wohl Ust. Also Gleichheitsgrundsatz. Und man kann ja so weit gehen, dass ich habe mir das Klimaticket besorgt. Also jemand, der dauernd ÖBB fährt, um das zu tun, nämlich das Klima zu schonen, wird eigentlich systematisch von der Republik Österreich oder von den benachteiligt. Also vielleicht, um es kurz zusammenzufassen, ich habe die Republik Österreich 2-mal verklagt. Das zweite Verfahren ist noch anhängig. Und um das auch zu unterscheiden,
den Weg, den ich gewählt habe im Vergleich zur der Entscheidung in Deutschland. Wir haben in Österreich das große Problem, dass wir unsere Rechte sehr schwer einfordern können. Unsere Verfassung ist sehr eng gedacht. Das heißt, es ist sehr schwierig, Rechte in den Gerichtssaal zu bringen. Ein Recht, das ich nicht einfordern kann, ist nicht mehr als ein schönes Stück Papier. Und dieses Problem spitzt sich bei der Klimakrise zu. Wir haben einerseits Grund- und Menschenrechte, aus denen man eine Schutzpflicht ableiten kann, und das wurde auch immer wieder getan. Andererseits können wir diese Grund- und Menschenrechte nicht einfordern. Das ist Gegenstand dieser beiden Verfahren. Nachdem ich eben nicht direkt zum Verfassungsgerichtshof gehen kann und sagen kann, der Staat Österreich tut zu wenig und deswegen bin ich in meinen Grundrechten verletzt, habe ich dann eine Hintertür gewählt und bin gegen aktiv klimaschädliches Verhalten vorgegangen. Das sind klimaschädliche Subventionen, die hier beschrieben worden sind, unter anderem eben die Begünstigung des Flugverkehrs. Und das wurde zurückgewiesen und im zweiten Schritt, und das war eigentlich auch das Ziel, weil mir klar war, dass wir dorthin müssen, habe ich Beschwerde eingebracht beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte für eine Person, die sehr konkret von der Klimakrise und ihren Folgen betroffen ist. Mein Mandant leidet unter Multipler Sklerose und wie 60-80% aller Personen, die diese Krankheit haben, wird seine Krankheit schlimmer, wenn es wärmer wird. Also das heißt, wenn es 25 Grad hat, kann er nicht mehr alleine gehen und wenn es 30 Grad hat, kann er seinen Rollstuhl nicht mehr selbstständig anschieben. Somit ist die Tatsache, dass es nicht nur immer heißer, sondern auch immer wärmer wird, für ihn eine ganz konkrete Auswirkung in seinem Leben, eine Beeinträchtigung in seiner Freiheit, seinem Familien- und Privatsleben, seiner Würde. Darf ich Sie ganz kurz Zwei Sachen. Und diese Person kann diese Rechte nicht einfordern in Österreich. Er kann also nicht einfach zum Verfassungsgerichtshof gehen und sagen, Österreich tut zu wenig und deswegen bin ich meinen Rechten verletzt. Und genau das, dieses Defizit der Beschwerde und überhaupt die Tatsache, dass Grund- und Menschenrechte heißen, dass der Staat handeln muss, diese beiden Punkte sind Gegenstand der Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. In Deutschland hätte er mit seiner Betroffenheit wahrscheinlich schon sein Ziel erreichen können. Und damit beende ich jetzt auch meinen Vortrag. Es geht um das Rechtsverständnis. Ja, ich wollte Sie jetzt fragen, heißt das, solange man in Österreich gesund ist, kann man nicht das Recht auf eine funktionierende, gute, saubere Luft, um ein Beispiel zu nennen, klagen? Das ist eine Frage. Da geht es um die Frage, haben wir ein Recht auf gesunde Umwelt, wie das zum Beispiel in Ecuador der Fall ist, haben wir in Österreich in der Form nicht. Das heißt, wir sind jetzt auf die Personen angewiesen, die ganz besonders betroffen sind. Stichwort Klimagerechtigkeit bzw. Klimaungerechtigkeit, dass diese Personen mehr Rechte und mehr Schutz für uns alle erwirken, außer wir schreiben in unsere Verfassung rein, wir haben ein Recht auf gesunde Umwelt, oder wir gehen überhaupt so weit und sagen, auch die Natur hat Rechte und ist gleich an Recht und Würde wie die Menschen und unser Wohlergehen ist von der Natur abhängig. Auch das haben bestimmte Staaten schon gemacht. Das ist keine Utopie, das ist Realität, aber nicht in Österreich. Letzte Frage zu dem Punkt. Was nutzt es dann, dass wir als Staatszielbestimmung den umfassenden Umweltschutz in Gesetz gegossen haben? Bis vor der Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsgerichts habe ich gesagt, es nützt uns gar nichts. Nachdem der deutsche Verfassungsgerichtshof aus diesen Zielbestimmungen Zähne gemacht hat, also gemeint hat, also wenn ihr schon ein Ziel habt, dann müsst ihr es auch wirklich einhalten, könnte es sein, dass in Zukunft auch in Österreich ein Staatsziel mehr ist als nur schöne Worte. Wir werden abwarten. Ich vermute, es wird da noch ein Verfahren brauchen, um das zu klären. Kann Österreich überhaupt schuldig gemacht werden für die globale Klimakrise? Um nochmal auf das Beispiel mit der WG zurückzukommen. Ja, jeder muss sein eigenes Zimmer aufräumen. Österreich hat hier ganz klare Verpflichtungen als auch besonders reiche Nation. Und das sollten wir mal machen. Und dafür sind wir auch mitverantwortlich. Ich habe oft das Gefühl, die Tatsache, dass wir da jetzt alle mit drinstecken, wird als Möglichkeit genutzt, sich abzuputzen gegenseitig und zu sagen, naja, ich allein bin nicht dran schuld. Es gibt auch so etwas wie eine Mitschuld, beziehungsweise gehen wir weg vom Schuldgedanken, gehen wir in Richtung Verantwortung. Ja, Österreich hat eine Verantwortung, eine ganz klare Verpflichtung,
Das lässt sich sehr schön und konkret mittlerweile darstellen, aber es passiert nichts. Die Emissionen in Österreich sind nicht gesunken seit 1990er Ziele. Nein, im Gegenteil, sie sind gestiegen. Wir sind Schlusslicht der Europäischen Union. Also ich glaube, wir sind die Letzten, die jetzt sich bei anderen abputzen sollten. Sprichwort, what about China? Das kann ich schon langsam nicht mehr hören. Also ich glaube, wir haben da eine falsche Wahrnehmung von uns selber und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir uns auch da ein bisschen ehrlich in den Spiegel schauen. Mhm. Frau Taffert, wie war das Philipp Blom-Zitat? Wir haben keine Zeit mehr. Für Pessimismus ist es jetzt eigentlich schon zu spät. Okay. Wie optimistisch sind Sie denn, dass sich da am Wochenende etwas bewegt? Ja, es ist auch sehr schwierig zu sagen, vor allem wenn es um so große internationale Klimakonferenzen geht. Es ist für mich sehr vielschichtig. Also es sind nicht nur die Verhandlungen, die da konkret von den Ländern geführt werden, sondern auch das ganze große Drumherum. Wenn man jetzt, also ich war in Madrid bei der COP25 und wenn man da hinfährt schon zum Gelände, zur COP, dann ist überall auf den Wänden, bei den U-Bahn-Stationen, ist Werbung, dass jetzt die Klimakonferenz stattfindet, dass jetzt endlich Zeit zu handeln ist. Wenn man dann reinkommt in die Klimakonferenz, sind mal zwei Hallen groß reserviert für eine Art Reisemesse, wo verschiedene Länder ihre Stände haben, ihre Pavillons und dort auf riesige LED-Bildschirme wunderschöne Fotos von ihren Ländern herzeigen und teilweise Barista-Kaffee ausgeben gratis oder wirklich auch Reisekataloge aufliegen haben. Das alles in der COP drinnen, also im Konferenzzentrum. Danach gibt es natürlich die Verhandlungen, die wirklich so detailreich sind, so detailliert, dass man als Laie gar nicht versteht, um was es geht. Und teilweise wird eine halbe Stunde lang diskutiert, ob man das nächste Treffen jetzt ein Treffen oder ein Get-Together oder ein Meetup nennt, weil es ist wichtig. Und ja, dann wird die Diskussion eben darüber geführt, wie man das Treffen nennt, aber nicht, was der Inhalt davon ist. Natürlich sind solche internationale Konferenzen meiner Meinung nach aber trotzdem unglaublich wichtig, einfach um die Welt zusammenzubringen für so ein globales Thema. Nicht nur die Welt als die ganzen Regierungsoberhäupter, die ganzen Staatschefs, sondern auch die Aktivistinnen und Aktivisten, die eben für bestimmte Sachen kämpfen. Und da ist mir auch ganz wichtig zu erwähnen, dass da trotzdem eine große Ungerechtigkeit herrscht. Jetzt ist die Klimakonferenz in Glasgow die, ich glaube, vierte in der Reihe, die in Mitteleuropa stattfindet oder zumindest sehr europazentriert. Das heißt, Menschen im globalen Süden haben eindeutig weniger Chance, erstmal überhaupt dorthin zu kommen. Ja, also internationale Konferenzen sind wichtig als Symbol, dass gemeinsam gehandelt werden muss, dass so ein riesiges globales Thema gemeinsam angepackt werden muss. Sehr viel Symbolpolitik, nicht nur im negativen Sinne, aber auch als, ja, also im Endeffekt, man kann sich wahrscheinlich real von dieser Klimakonferenz nicht sehr viel wirklichen Output erwarten. Das heißt, man muss zivilgesellschaftlich ins Handeln kommen. Das heißt, man muss Forderungen formulieren, Fridays for Future, auch in Richtung Gesetzgebung. Welche, um es auf zwei, drei Punkte zu reduzieren, was ist im Moment sozusagen das absolute Hauptanliegen, dass es auf internationaler Ebene zu einer Veränderung kommt, nämlich Regierungen unter Druck zu setzen, von unten hier aktiv zu werden und auch in ihre Gesetzgebung, in ihre Verfassung, wie auch immer, Änderungen einzubringen? Ja, also ich werde das tatsächlich sehr oft gefragt, was denn so die einzelnen Punkte wären, die, wenn ich mir das wünschen könnte, jetzt sofort durchgesetzt werden. Und da tue ich mich immer schwer. Ich studiere jetzt erst im dritten Semester, bis jetzt nur online.
Ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin keine Rechtsexpertin und das Einzige, was ich immer sagen kann, ist, hört auf die Wissenschaft, hört auf die Leute, die Jahre damit verbringen, extra was auszuarbeiten, euch das dann schön auf die Tische legen und ihr einfach dann sagt, machen wir es doch lieber anders. Von daher ist es, beantworte ich die Frage sehr ungern, weil ich eher lieber sage, es gibt die Lösungen, sie sind da, wenn man sie annimmt und sie müssten eigentlich endlich gehört werden. Und weil das Thema schon mehrfach angesprochen worden ist, heute auch die Verantwortung der Generationen, also der Älteren gegenüber bis, wie ich gesagt habe, vorher der nicht geborenen Generationen, wie versuchen Sie in irgendeiner Form sozusagen mit den anderen ins Gespräch zu kommen, mit der älteren Generation? Gibt es einen Mechanismus, gibt es ein Instrumentarium, um Bewusstsein zu schaffen? Ich glaube ja nicht, dass sich halt irgendwer hinter dem Satz verstecken kann, das habe ich nicht gewusst. Das hat bis zu einem gewissen Grad schon auf die Jahre 38 bis 45, ich will das nicht vergleichen, aber damals. Aber heute kann jeder, der googeln kann, sofort Kromp-Kolb Aussagen oder Fridays for Future oder über YouTube alle möglichen Vorträge sich aneignen, anhören und erfährt über den Zustand. Wie ist das mit dem Dialog? Findet der statt? Also ich denke, der Dialog findet schon statt, auch in der Öffentlichkeit. Ich finde es interessant, dass Sie das angesprochen haben. Heutzutage haben wir natürlich die Ressourcen. Wir können Sachen googeln, wir können uns selber informieren. Und vor allem, wenn es um den Generationenkonflikt geht, geht es gewissermaßen auch darum, dass es früher einfach nicht gab. Natürlich der Club of Rome-Bericht, das Buch, das eh schon vor 50 Jahren oder mehr rausgekommen ist. Natürlich haben die Leute irgendwo die Chance gehabt, sich darüber zu informieren, auch schon vor längerer Zeit. Ich sehe da die Verantwortung trotzdem sehr stark in der Politik, die ja auch einen Bildungsauftrag an die Bevölkerung hat, da wirklich darüber zu informieren, was faktisch in der Welt gerade los ist. Und ich glaube, das haben sie die letzten Jahre versäumt. Was ich da auch gern noch immer anspreche, ist das Narrativ, das die letzten Jahrzehnte immer gebracht wurde. Und zwar, dass ja die Menschen und der Konsument etwas ändern soll. Und das wurde sehr stark auch aktiv von fossilen Industrien gepusht, weil die natürlich wissen, dass sie eigentlich sich ändern müssten. Und da ist diese Schuldzuweisung an eine andere Generation, natürlich an meine Eltern- oder Großelterngeneration, finde ich fast unangebracht, weil man eine ganze Generation nicht für etwas verantwortlich machen kann, was einzelne Personen in führenden Positionen gemacht haben. Also ich finde, bei Generationen muss man immer aufpassen, um nicht zu verallgemeinern, sondern wirklich zu sagen, okay, das sind die Industrien, das sind die Politikerinnen und Politiker, die damals an der Macht waren und heute an der Macht sind. Und natürlich ist es nicht meine Generation, sondern die Generationen davor. Ich möchte Sie fragen, Herr Harich, wie kann man mit dem Instrumentarium einer anderen Verfassung vielleicht etwas schaffen wie eine Vertrauensbasis, um das, was wir in der vorigen Gesprächsrunde angesprochen haben, nämlich das solidarischere Verhalten, zu stärken. Nämlich gerade angesichts der Klimakrise sieht man ja, wie abhängig wir voneinander sind, was das persönliche Verhalten angeht, und zwar wirklich auch im mikroklimatischen Bereich und nicht nur zwischen Kontinenten. Sie haben ja da zum System der Verfassung, ich sage jetzt mal, ein Experiment gemacht. Eine Verfassung, an einer innovativen Verfassung mitgearbeitet.
Vielen Dank. Also ich glaube, zum einen meinen Sie natürlich die Verfassungsversion, an der wir jetzt hier arbeiten, aber vermutlich sprechen Sie auch an auf die Verfassung der Künstlerrepublik Ujub. Genau. Ja. Genau, ganz kurz zur Erklärung. Also ich bin der Vertreter von München für die Republik Ujupis und wir werden gerne als utopische Republik bezeichnet, die vor 20 Jahren aus einer Notlage heraus entstanden ist. Ujupis ist ein Stadtteil in Litauen, der sehr unter Gewalt und Armut litt und die Leute hatten dort keine Chance, irgendwie da rauszukommen. Der Staat hatte nicht die Möglichkeit, dort zu helfen, konnte auch nicht an jeder Ecke einen Polizisten, eine Polizistin stellen. Also haben die Leute gesagt, wir müssen selber tätig werden, wir müssen irgendetwas machen, um diese Community wieder zu stärken, damit wir uns nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Man hat auch nicht darauf gehofft, dass irgendwie strenger die Gesetze durchgesetzt wurden, weil auch dort war Totschlag verboten. Es fand trotzdem statt und das war jetzt das, was wir hier öfter mal genannt haben. Die Gesetze und die Verfassung müsste einfach eingehalten werden. Ich sehe, und in Ujupis, das, was dort passiert ist, ist, man hat zum einen ganz viele lustige Veranstaltungen gemacht, aber man hat auch eine Verfassung aufgestellt, gemeinsam mit allen Leuten zusammen, wie man zusammen leben will. Und die war überhaupt nicht juristisch durchdacht, die war nicht kohärent, die war einfach nur süß und liebevoll. Da stehen Sätze drin, wie jeder hat das Recht zu lieben, aber auch der Natur werden Rechte zugestanden oder ein Hund hat das Recht, ein Hund zu sein und solche Sachen. Das Wichtigste, was diese Verfassung geschafft hat, ist, diesen Spirit der Gemeinschaft zu kommunizieren und zu kondensieren, zu kristallisieren und gleichzeitig auch zu sagen und die Werte dieser Gemeinschaft zu vermitteln. Und so habe ich das auch verstanden, dass die Verfassung an sich nicht das ist, was im Einzelnen regeln soll, das ist verboten und wenn du das machst, passiert Folgendes, sondern das wird den weiteren Gesetzen überlassen. Also die Verfassung hat vor allem als zentrales Instrument die Möglichkeit, zentrale Werte vorzugeben. Es wurde ja auch öfter die Menschenrechtsverfassung der UN genannt, die ist ja auch rechtlich nicht verbindlich. So, da hätte ja gar keiner mitgemacht, wenn die rechtlich verbindlich wäre, aber trotzdem funktioniert sie wundervoll als Mutter für andere Gesetze zum Beispiel. Und das gerade jetzt angesichts des Klimawandels ist es sehr, sehr leicht jetzt zu sagen, da vorne ist eine Person schuld oder damals hätte der oder diejenige was anders machen sollen, ist bestimmt in vielen Punkten berechtigt. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, in manchen Situationen erinnert mich etwas daran an Leute, die irgendwie in Amerika 60 Jahre rauchen und dann einen Tabakkonzern verklagen oder Diabetes kriegen und dann McDonald's verklagen. Also man hat auch immer irgendwo als Konsument die Macht. Also ich sage immer gern, der Spruch ist nicht von mir, jeder Stimmzettel, jeder Kassenbon ist ein Stimmzettel, mit dem man darüber abstimmt, was passieren kann. Und deswegen ist einfach nur so wichtig, dass man sich auf die Eigenverantwortung zurückberuft. Ich möchte niemanden auf die Füße treten, aber Politik wird nicht nur in solch hohen Häusern gemacht. Politik wird überall dort gemacht, wo Menschen zusammenkommen. Und es ist wichtig, dass man da eben auch bewusst wird, was man dann selber an langfristigen Konsequenzen aus seinem Handeln eben bewirkt. Mhm. Herr Zink, braucht man wirklich erst Discomfort, damit man, ja, neudeutsch Awareness, dass man auf etwas aufmerksam gemacht wird und dass man bereit in eine Bereitschaft gerät, wenn man irgendwie einen Druck verspürt, das gehört geändert. Sind wir so weit, dass wir, mein Großvater hat immer gesagt, aus Schaden wird man klug, ist das dümmste Sprichwort, was er kennt. Der Karl Kraus hat gesagt, aus Schaden wird man dumm. So, ja, Sie wollen uns sozusagen die Awareness, es funktioniert, das Mikro. Wenn ich mir jetzt Max' Geschichte anhöre mit dieser Künstlerrepublik, die aus einem Leiden heraus entstanden ist, wo Menschen sich zusammentun und so, ja, Community Accountability oder eben transformative Selbstgerechtigkeit als Gemeinschaft sozusagen sich ein System geben, weil das große System versagt hat, dann denke ich, ist das ja genau so ein Punkt, wo sozusagen der Discomfort, das Unbehagen gewachsen ist, bis man gesagt hat, okay, wir schließen uns jetzt zusammen und bilden wieder im kleineren Rahmen, bauen wir ein System, was uns entspricht sozusagen und was, in das wir auch wieder vertrauen können. Also ich denke, es geht ja auch um eine Vertrauensfrage, gerade jetzt auch in Österreich wieder und generell auch, was auch Stefan in dem Workshop, den er mit uns gemacht hat, angesprochen hat, ist dieses Systemvertrauen, das ist ja unglaublich wichtig. Wir müssen ja darauf vertrauen können, dass es auch funktioniert. Ja? Und ich denke, da ist irgendwo der Wurm drin. Und ich habe ein Zitat mitgebracht vom Sonderberichterstatter über Folter,
der durch den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ernannt wurde, Nils Melzer, anlässlich des wiederaufgenommenen Auslieferungsverfahrens gegen Julian Assange, was gestern wieder angefangen hat. Der Mann ist seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren jetzt, seit 8 Jahren oder so, zuerst in der ecuadorianischen Botschaft eingesperrt worden und jetzt im Belmarsh im Hochsicherheitsgefängnis und ist nach Ansicht verschiedener Expertinnen, die ihn begutachtet haben, gefoltert worden. Ja, und er hatte keinen fairen Prozess bis jetzt. Jetzt wird ihm der Prozess gemacht. Und wenn er ausgeliefert wird, drohen ihm 175 Jahre Gefängnis, glaube ich. Also, ja, und darüber sagte Herr Melzer, die Verfolgung unbequemer Wahrheitssprecher wie Julian Assange, Edward Snowden und Chelsea Manning ist wie das Ausschalten des Feueralarms im Haus der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Man fühlt sich vielleicht noch ein bisschen wohl, aber wenn man sich das nächste Mal umsieht, steht das ganze Haus in Flammen. Und deshalb fordere ich politisches Asyl für Edward Snowden in Österreich. Generell für Whistleblower, für solch mutige Menschen, ja, die also noch versuchen irgendwie uns zu sagen, hey Leute, das Haus brennt. Ja. Und ja, wir brauchen diese Informationen. Also ich glaube, es geht ja auch, wir müssen irgendwie durchlässigere Strukturen schaffen, ja, und dieses sich informieren, was Sie gesagt haben, auch über YouTube und so weiter. Ich glaube, das ist auch ein großes Missinformieren, ja, weil eben da diese ganzen Konzerne auch ihr Geld reinstecken können und die Leute dementsprechend, denen fehlt auch die Medienkompetenz und so weiter. Und deshalb wollte ich eine Idee noch anbringen, nämlich diese Grund- und Weiterbildungspflicht für Politikerinnen. Das war was ganz Konkretes, was uns uns Stipendiatinnen sozusagen in diesem Workshop eingefallen ist. Also das heißt, wenn jemand gewählt wird in eine Position, gibt es einen Basiskurs in Verfassungsrecht oder was stellen Sie sich vor? Ja, so ähnlich. Also ich zitiere Martin Sonneborn, der sagt immer, Europa nicht den Laien überlassen. Genau, es geht. Inhalte einer solchen Ausbildung wären zum Beispiel Demokratie, Verständnis, rechtsstaatliche Prinzipien, politisches Handwerk, parlamentarische Tätigkeit, Gewissens- und Empathieschulung, Wahrnehmungs- und Entscheidungspsychologie. Und das Ganze ist eben ergänzend gedacht mit Bürgerinnenparlament, sozusagen, was per Zufallsprinzip ergänzend zu den BerufspolitikerInnen sozusagen auf eine bestimmte Zeit sozusagen werden dann auch Bürgerinnen mit eingebunden und eben nicht nur als Beraterinnen, sondern also auch in, dass das auch Folgen hat sozusagen, was dort entschieden wird. Also auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt unbeliebt mache, aber das wäre ja eigentlich ganz gut, wenn das ein offener Kurs ist, also dem nicht nur Politiker besuchen müssten, sondern auch die wählen, nämlich die Politiker. Weil vielleicht fragen Sie dann im Wahlkampf bestimmte Dinge, wie man zu Menschenrechten oder Wirtschaftsfragen, zu Umverteilung, zu Eigentumsrecht und so weiter stehen. Das wäre natürlich schön, ja. Also man kann ja mal anfangen mit den Politikern. Also wenn ich, ja. Okay. Schauen wir, welche Reaktionen es auf den Vorschlag gibt. Und das war einer. Haben Sie da lang debattieren müssen oder war da bald Konsens in der Gruppe? Ich denke, da zu diesem Punkt war eigentlich eine große Einigkeit da. Also jetzt würde mich nämlich interessieren, bei welchem Punkt gab es Zähe-Verhandlungen? Ich würde noch kurz... Ja, okay. Also generell zur Frage, ich denke, wir haben versucht, wirklich alle Meinungen irgendwie unterzubringen, auch mit den Formulierungen. Haben jetzt, glaube ich, nicht sehr lange debattiert, ob wir einen Punkt aufnehmen oder nicht, weil es eher sehr, sehr gut zusammengepasst hat. Ich wollte noch kurz hinzufügen zu diesem Punkt mit den PolitikerInnen. Und zwar war vor allem auch mein Gedanke, als wir darüber geredet haben, auch zurück zu Platon, der gesagt hat, dass ein Staatschef auch immer ein Philosoph sein muss, dass
eigentlich auch eine Idee wäre, dass jeder Politiker und jede Politikerin eine Ausbildung absolvieren müsste. Also dass man jetzt, heutzutage ist ja der Beruf des Politikers eher immer wird ausgeübt von Menschen, die eine sehr hohe Bildung haben, meistens studiert haben, zumindest Matura haben. Da wäre es doch auch interessant, als Grundlage, dass man überhaupt Politiker werden könnte, auch vielleicht eine Berufsausbildung hinzuzufügen, dass ein Tischler genauso Politiker sein kann wie jemand, der studiert hat, einfach um diesen nicht bürgerlichen, aber diesen zivilgesellschaftlichen Aspekt hinzuzufügen. Das, glaube ich, war auch einer der Gedanken, die dort dabei waren. Und auch, dass dadurch zum Beispiel ein Herr Kurz nicht völlig vom Beruf des Politikers abhängig wäre, weil er nichts anderes gelernt hat. Also das war auch eine der Überlegungen, glaube ich, ja. Gut, Berufspolitiker Laufbahn kennen wir. Ich habe Wolfgang Schüssel erwähnt, auch der war Berufspolitiker. Warum nicht? Es gibt aber genug Politiker, Abgeordnete, die im Parlament sitzen und die auch einen Beruf gelernt und ihn ausgeübt haben. Ein anderer Gedanke war auch die Diversität, also dass man wirklich eine Milieuvielfalt schafft durch diese vielleicht sogar verpflichtende Zufallsparlamente sozusagen, und dass die natürlich auch eine gewisse Grundausbildung dann brauchen. Also wenn ich schon sage, du musst jetzt sozusagen Politik machen, dann muss ich dir auch diese Ausbildung anbieten. Ja. Sie spielen jetzt auf Island an, also dass man nach Zufallsprinzip Leute wählt für eine bestimmte Zeitdauer in das sogenannte Hohe Haus. Das wäre eine Idee, genau. Darf ich da vielleicht was ergänzen? Ich würde mir wünschen in Österreich, dass wir einen Verfassungsgerichtshof haben, der Vollzeit tätig ist, also wo die Richterinnen wirklich nur diese Aufgabe wahrnehmen und dass das auch für einen beschränkten Zeitraum erfolgt. Also ich glaube auch, dass es einfach immer gut ist, nach 10, 15 Jahren andere Gedankengänge zuzulassen, und das passiert halt meistens auch wirklich durch andere Personen. Und ich glaube, dass die Tatsache, wenn etwas Vollzeit ist und beschränkt ist und ich auch vielleicht nicht wiedergewählt werden kann, mir eine gewisse zusätzliche Unabhängigkeit verschafft. Und ich glaube, die Frage, die sich bei mir stellt mit den Politikerinnen, die per Los ins Amt gewählt werden, die sind halt dann vielleicht auch nicht von Wählerstimmen abhängig und können da einen ganz anderen Blick drauf werfen. Also ich denke, dass die Abhängigkeit von der Wiederwahl und das Parteiensystem auch sehr viel Probleme mit sich bringt. Es hat auch sehr viel Gutes. Insofern ist halt nur die Frage, ob das Nonplusultra ist. Aber ich wollte nur noch den Aspekt der Gerichte und der Richterinnen ins Spiel bringen, weil die sind ja auch ein Teil der funktionierenden Demokratie. Und wir sehen ja auch gerade beim US Supreme Court, in welche Richtung das gehen kann, je nachdem, welche Personen hier eigentlich drin sitzen. Wir sitzen hier im Plenarsaal des Parlaments. Und bei der Vorbereitung habe ich, weil Sie die USA jetzt gerade angesprochen haben, einen Artikel gelesen, in dem eine ethische Frage gestellt wurde, punkto Rechtsprechung. Wann ist eine Sachentscheidung die nicht eine Mehrheitsabstimmung unterworfen werden kann, weil es grundlegende ethische Fragen geben kann, die man nicht mit einer Abstimmung klären kann. Ja? Also ich denke mal, gibt es sowas wie, wann soll eine Sachentscheidung, sage ich jetzt einmal, über eine Mehrheits, ich mache es umgekehrt, vielleicht fällt es leichter, wann soll eine Sachentscheidung über eine Mehrheitsentscheidung entschieden werden im Parlament? Unterschied zur Einstimmigkeit oder im Unterschied zu gar nicht abgestimmt? Gegenfrage. Na, ich glaube, die Einstimmigkeit. Also ich bin da einfach sehr pragmatisch. Ich denke, eine Demokratie braucht auch einen gewissen Pragmatismus. Es wird nie perfekt sein. Wir müssen ein Regelwerk finden,
das uns so gut wie möglich das Zusammenleben ermöglicht. Und ich denke, man wird Entscheidungen über Dinge treffen müssen, die sehr schwierig sind. Deswegen ist halt auch für mich immer, abgesehen vom Mechanismus, auch immer die Frage, welche Personen sitzen da drinnen und wie gut kann ich mich an das Ziel annähern, das ich wahrscheinlich nie erreichen werde. Insofern kann ich die Frage schwer beantworten, weil ich vermute, dass es sehr, sehr schwierige Fragen gibt, die dennoch pragmatisch letztlich beantwortet werden müssen, Sprichwort Klimakrise. Man hat sich auch sehr lange davor gedrückt, weil man letztlich weiß, dass hier sich sehr, sehr viel ändern muss und das Problem, niemand wirklich die heiße Kartoffel angreifen will. Und also ich denke, wir müssen sie angreifen, wir müssen was tun auf die Gefahr hin, dass die ersten paar Lösungen vielleicht nicht perfekt sind. Das kann sich auch, ein System kann sich erneuern, auch die Natur kann sich erneuern. Deswegen finde ich es eben so wichtig, dass auch Richterinnen zeitlich beschränkt in hohen Ämtern tätig sind, damit es auch die Möglichkeit gibt, schwierige Sachentscheidungen zu korrigieren. Ich glaube, Sie haben ja vorhin gesagt, wir dürfen auch ein bisschen... Ja, natürlich, ja, bitte, unbedingt. Also, ja. Das war eine Einladung auch, glaube ich, die Sie uns allen ausgesprochen haben, die, glaube ich, vielleicht nicht bei allen angekommen ist. Was mir dazu spontan einfällt, ist, was vorhin auch schon angesprochen wurde, diese Umverteilung von unten nach oben, die also in den letzten Jahrzehnten sich noch mal sehr intensiviert hat und jetzt insbesondere mit der Corona-Krise auch ins Unendliche sozusagen steigt, die Ungleichheit, was jetzt Einkommen angeht. Und ein Punkt, ich streue nur ab und zu, jetzt habe ich gedacht, streue ich auch unsere Punkte hier ein bisschen ein, ist sozusagen finanzielle Verantwortung und Transparenz. Also, dass wir diese Umverteilung auch stoppen müssen. Und wer das nicht anspricht, sozusagen, das ist ja, wenn man sagt, warum wollen wir, dass Leute nicht für ewig in ihren Posten sitzen? Es hat ja damit zu tun, dass sich sozusagen Interessenskonflikte und Abhängigkeiten ergeben und man eben auch um die Wiederwahl buhlen muss und so weiter. Und wir müssen da sozusagen, glaube ich, ansetzen, dass wir auch Mechanismen schaffen, dass wirklich konkret finanziell auch wieder eine Umverteilung stattfindet von oben nach unten und nicht nur die ganze Zeit von unten nach oben und wir sozusagen diese beiden Pole wieder näher zueinander bringen. Und eine Idee, die wir ganz konkret hatten, war sozusagen diese soziale Verantwortung gegenüber der Gesamtgesellschaft und den ökologischen und sozialen Grenzen des Weltsystems stellen sich ja auch da in Finanztransaktionen. Mhm. Und dass wir da uns eine Transparenz wünschen und eine mehr staatliche Regulation und eben eine ordentliche Vermögenssteuer beziehungsweise eine Finanztransaktionssteuer auf High-Frequency-Trading, um die Finanzmärkte zu regulieren. Und das ist für mich irgendwie auch so eine, ich kenne mich damit halt sehr wenig aus und es ist auch so eine offene Frage, ist das überhaupt möglich, geht das? Wie geht das, wer kann das entscheiden? Kann Österreich da auch wieder als jetzt in der WG sozusagen das eigene Zimmer irgendwie aufräumen und dadurch... Hat das irgendwelche Effekte auf die anderen oder also wie kann man das organisieren? Ja? Wer kann sowas entscheiden? Das ist wahrscheinlich auf europäischer Ebene oder wie läuft das? Also ich glaube, ein Problem, was wir zum Beispiel gerade bei großen Unternehmen haben, die haben oft einen sehr rechtsfreien Raum. Also das sind jetzt Konstrukte, die sind mächtiger als viele Staaten, die haben mehr Geld als viele Staaten. Warum? Man hat sie einfach nicht wirklich gescheit geregelt. Und natürlich in dem Fall, nachdem die schon international tätig sind, macht es Sinn, auf selber Ebene dem zu begegnen. Weil wenn Österreich das alleine macht, ist immer die große Angst, das haut unser System zusammen und das Ganze geht so weiter. Also ich glaube, wir sind so vernetzt, dass wir rein faktisch hier internationale Regelwerke brauchen. Spannend ist einfach nur, wir haben vieles nicht geregelt. Man hat einfach vieles lassen. Und dann muss man wiederum sagen, kann man den Unternehmen dafür die Schuld in die Schuhe schieben? Schwierig, wenn man ihnen keine Regeln vorschreibt. Also eines ist, Regeln zu brechen, auch das ist passiert. Das hat man auch oft gut verschwiegen, aber es sind auch oft gar keine Regeln da gewesen. Und ich glaube, da geht viel und punkto finanzielle Unabhängigkeit, ich sage das jetzt noch einmal, weil es eben so selten erwähnt wird, wir haben Verfassungsrichter, die alle Nebengeschäfte haben. Ich finde das höchst bedenklich. Also ich finde das absolut höchst bedenklich beim Verfassungsgerichtshof. Weil das soll ja die Balance zu Politikerinnen darstellen, die auch alle Nebengeschäfte haben. Also auch das gehört beendet. Und ich glaube, man kann sehr viel regeln. Und wir sind es einfach so gewohnt.
Stichwort Rechte der Natur. Die Tatsache, dass die Natur Rechte haben kann, wird oft als Provokation empfunden. Wahrscheinlich so, wie man damals es als Provokation empfunden hat, den Vorschlag, dass alle Menschen gleiche Rechte und gleich an Würde sein sollen. Das war für viele Menschen zum damaligen Zeitpunkt eine Provokation. Wir haben uns daran gewöhnt. Das heißt, man nimmt auch vieles als selbstverständlich hin, weil man es anders gar nicht kennt. Danke für das Stichwort. In der neuen, in der nächsten Verfassung steht Paragraph 1, alle Menschen sind ungleich. Ja, also. Damit habe ich rechtlich ein Problem, aber das ist eine sehr technische Angelegenheit. Okay, also weil ich mir denke, da gibt es Diskussionsbedarf. Ich kann mir vorstellen, welcher Hintergedanke da. Gleich vor dem Recht, aber ungleich im Ausdruck in ihrer selbst. Sein. Sie sind Individuen, ja. Darum geht es. Ja, ja. Ich finde, das deckt aber die Würde auch ganz gut ab. Also ich weiß, was damit gemeint ist. Ich glaube, nur wenn man den Gedanken der menschlichen Würde ernst nimmt, dann kommt man zum selben Ergebnis. Da wiederum, wir haben viele Rechte und sie werden halt oft einfach auch nicht eingehalten. Das war der Punkt, der von Ihnen vorgebracht worden ist. Ich möchte in die Schlussrunde kommen und Ihnen allen, ich weiß, es ist keine einfache Frage, aber was muss Ihrer Meinung nach, jeder von Ihnen ist gefragt, wann ist eine Verfassung eine gerechte Verfassung? Darf ich die Juristin zuerst bitten? Aus dem Bauch heraus, wenn jede Person gleich an Würde ist und jede Person gleichermaßen die Möglichkeit hat, die Rechte wirklich faktisch einzufordern. Danke. Ja, ich fühle mich jetzt auch ein bisschen schnell gefragt. Ich denke, eine Verfassung ist gerecht, wenn natürlich die Menschen, die in dem Land mit der Verfassung leben, alle diese Gerechtigkeit auch erfahren. Und zwar nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Klingt ein bisschen utopisch. Und dass nicht nur die Gerechtigkeit zum jetzigen Zeitpunkt, sondern auch in die Zukunft, in die nächste Generation gedacht wird. Danke. Dann würde ich euch auch recht spontan antworten, dass eine Verfassung gerecht wäre, wenn sie nicht unrecht ausgenutzt werden kann, so schnell von irgendwelchen Menschen. Also jetzt, um zu den Steuern nochmal zu kommen, ich glaube, einen Jeff Bezos interessiert es nicht, ob er 1%, 5% oder 50% Vermögenssteuer nicht zu zahlen hat. Das ist dem im Endeffekt egal. Deswegen nochmal der Appell, also Ethik funktioniert ohne Gesetze, aber Gesetze nicht ohne Ethik. Deswegen die Eigenverantwortung ist für mich das Wichtigste. Mhm. Eine gerechte Verfassung. Ich bin, glaube ich, ein bisschen überfragt, aber ich würde sagen, wenn es... Ja, also global auch gerechte, schöne, angenehme, freundliche Beziehungen gibt. Also ich glaube auch sozusagen dieser Gewaltverzicht irgendwo steckt für mich da drin, auch dass man sagt, wie die Länder miteinander umgehen, wie man verlangt das von uns im Kleinen, ja, aber wie wir auf der sozusagen marktwirtschaftlichen Ebene die Konzerne miteinander tun und wie die Länder miteinander tun, wenn es dort nicht geht, dann können wir das nicht, also dann können wir Künstlerrepubliken aufbauen und vielleicht, weiß ich nicht, den Widerstand von unten irgendwo so üben, aber nicht, also für mich wäre das eine gerechte Verfassung der Welt sozusagen, wenn wir da irgendwie mehr Achtsamkeit haben. Das schließt eh an irgendwo sozusagen, das ist der Gegenpol zu der Eigenverantwortung, aber ja, vielleicht so. Ja, ich lasse nicht locker. Wer soll entscheiden, weil Sie das angesprochen haben für die nachfolgenden Generationen. Wer soll entscheiden, was in die neue Verfassung kommt? Ja, ich finde, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil natürlich muss es jemand entscheiden und natürlich können es irgendwo auch nicht alle entscheiden, wenn sie rein nicht in der Lage dazu sind. Ich fände es schon schön, wenn es mehr Varietät gibt,
gäbe bei der nächsten Verfassung als bei der letzten Verfassung. Ich glaube, das waren größtenteils die typischen weißen alten Männer. Wenn da die Jugend gefragt wird, wenn Frauen gefragt werden, wenn vielleicht Experten, Wissenschaftler mitreden, wenn einfach die Gesellschaft besser abgebildet wird in der Entscheidung, wie wir zusammenleben wollen. Ich glaube, das wäre auch zukunftsweisend und hätte wahrscheinlich eine schöne Auswirkung auf die nächste Generation. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Zink, bei Herrn Harich, bei der Frau Daffert und bei der Frau Krömer für unser Gespräch. Dankeschön.